Sud, immer drauf kommen. Hätten wir auch so nennen können, Krokodork. So, wir haben 500. Es geht eigentlich, ja. Das Einzige, was mir momentan wirklich Sorgen bereitet, ist halt wirklich die... Der Avatar. Der Avatar-Status. Ich vermute, wenn der voll ist, haben wir das Spiel verloren. Commander, nach dem jüngsten Erfolg haben wir uns Mitglieder des Widerstands in Neu-Mexiko Berichte über Aktivitäten geliefert, die wir untersuchen sollten. Ja, da können wir Alien-Legierungen sammeln, falls wir die benötigen. Noch habe ich sie nicht benötigt. So, ich war noch stehen geblieben, aber wir waren hier. Neu-Indien, wir wollen nämlich hier. Wir wollen diese Zelle angreifen. Dazu müssen wir aber erst das hier, Neu-Indien, und dann halt noch hier Asien einnehmen. Machen wir hier weiter. Auf Sektor 5, Indien. Das UFO müsste da weg sein, ne? Ich glaube, wir haben das UFO penetriert damit. Ja, wenn der voll ist, dann ist Ende. Und das war mir sowas von schnell, alles klar. Ich muss sagen, es ist immer noch mein allererster Durchgang, ja? Ich habe noch nicht neu gestartet das Spiel oder so. Ich habe also noch keine Erfahrung. Ich wusste also nicht, was passiert, wenn er voll wird, ne? Jetzt, wo du es sagst, jetzt weiß ich natürlich auch. Ich habe es halt vermutet, wenn der voll ist, ist man tot. Wir müssen halt so schnell wie möglich hier hin, um hier hinabzuziehen. Das Ergebnis dieser Forschung kann unseren Fortschritt nur vorantreiben, Commander. Die Strahlenkanone, das ist für die Gunner. Sollten wir auf jeden Fall sofort bauen. Deswegen habe ich auch Geld übergelassen. So, die können wir gleich bauen. So, die Plasmalanze hatte ich eigentlich für das Lasergewehr oder halt das Plasma-Scharfschützengewehr gehalten. Aber es scheint für die Ranger zu sein. Weil die Sturmkanone wird ja wahrscheinlich die Schrotflinte sein für die Ranger. Aber leider kein Plasmagewehr. Obwohl die Aliens scheinbar nie eine Fernkampfvariante ihrer eigenen Plasmawaffen gebaut haben, hindert uns nichts daran, mit diesem Konzept zu experimentieren. Es gibt einige Probleme, die wir lösen müssen, aber die Herausforderung ist faszinierend. Also, wenn ich mir das Bild da oben so anschaue, glaube ich, dass ich im Recht bin. Das ist das Plasma-Scharfschützengewehr, die Plasmalanze. Ja. Ich sehe eine Reihe wichtiger Anwendungsmöglichkeiten. Es ist nicht das Schwert. Ich lasse Ihnen einen Bericht zukommen, wenn die Forschung abgeschlossen ist. So, und wir bauen sofort, dass die Aliens in der Geheimeinrichtung, die wir überfallen haben, fragwürdige Experimente mit Menschen die Strahlenkanone durchführen. Aber was dann machen wir richtig heftig Schaden. Als ich mir je hätte vorstellen können. Und ich glaube, es wäre cool, wenn wir es nochmal hinbekommen. Da, diese Exo-Anzüge, die sind sehr gut. Zu gewinnen und zu veredeln. Die Aliens haben die Grenzen der bekannten Forschung überschritten, ohne auf die Konsequenzen zu achten. Neue Befehle, Commander? Der Exo-Anzug ist ziemlich gut. Interessante Wahl. Ich melde mich, sobald wir fertig sind, Commander. Jetzt wird sogar schnell fertig. Mal noch einen herstellen. 4 und 7 Tage. Wir bauen nochmal 2 Exo-Anzüge. Die sind für unsere Gunner. Sehr geil. Nee, es scheint zu laufen hier. Leute, ich komme auch gar nicht mehr los heute, glaube ich. Ich komme hier, glaube ich, auch nicht mehr los. Von dem Spiel. Das Spiel macht einen so einen Band ziehen. Aber ich könnte einen Kaffee vertragen. Wir kommen in Frieden. Höre sie laut und deutlich. So, 50 Vorräte. Wir müssen unbedingt das Ding hier einnehmen. Okay. Dupdi-dupdi-du. Wir machen direkt weiter hier. Sollte klappen. Wir haben noch einen Kontakt frei. Geht nicht. Uns fehlt 120 Info. Ab zum Schwarzmarkt. Wir kaufen uns Info. Avenger berechnet neuen Kurs. Genau. Wir verdoppeln die Zuschauerzahl mit Anzahl von 24 Stunden immer. 48 Stunden. So, wir wollen Informationen kaufen. Ist das möglich? Gib mir Info. Es fehlt doch nicht viel. 20.
Ich kann dir nur Info ausgeben. Nö, Info, ich brauche Info. Wir müssen uns beeilen hier. Wie kann ich schnell Info bekommen? Gucken wir uns mal hier um. Information. 2 Tage. Tenzio direkt neben PC stellen. Klack, klack. Brrr. Das wäre echt eine gute Idee. Müssen die ein bisschen umbauen hier. Strategische Ressource gefunden. Also Leute, noch bin ich nicht müde, ja? Also noch ist nicht zu erwarten, dass ich jetzt demnächst Feierabend mache. So, 156 es muss reichen. Das muss reichen. Los, komm. Commander, wir schöpfen unsere Kommunikationskapazität. Oh, das war knapp. Und können keine neuen Kontakte mehr herstellen, ehe wir unsere Systeme nicht verbessern. Oh oh. Die Aliens verbessern ihre Verschlüsselung. Alle Informationskosten sind einen Monat lang um 100% erhöht. Das kann jetzt gerade extrem kacke kommen. 180 Informationen habe ich nicht. Wenn das jetzt 180 Informationen kostet. Scheint geklappt zu haben. Und wir haben noch Info über. Ichibär, ich grüße dich. Inventar verkaufen, dann bekommst du Info vom schwarzen Markt. Aber ja, wir haben es gerade noch hinbekommen, würde ich sagen. Gerade noch so. Versuche, lokalen, regionalen Kontakt aufzubauen. Oh, wir haben nur einen Einsatz. Leute, bevor wir diesen Einsatz, diesen schicken neuen Einsatz angehen, könnt ihr mal angucken. Steht zumindest kein Schwierigkeitsgrad dran. Andromedon, Elite-Soldat, Einzellanzenträger, Sektopod. Ebenfalls wieder so ein Riesenvieh. Mutton. Also hier haben wir wieder riesen Gegner. Ich brauche aber ganz kurz einen Kaffee. Ich gehe kurz zu meiner Senseo und drück mal kurz einen Knopf, ja? Ich bin sofort wieder da, bis gleich. Kaffee. Ja, 115 Informationen und ein Ingenieur. Denn den können wir gut gebrauchen, den Ingenieur. Denn wenn wir nochmal eine Kommunikationszentrale bauen, können wir den gleich reindrücken. Na gut. Das ist wahrscheinlich wieder sehr schwer. Nochmal. Go, go, Power Rangers. So, da haben wir die Kollegen. Sehen doch alle noch fit aus, ja? So, was brauchen wir? Ich habe keinen Gunner dabei. Wir haben 3 Ranger, das ist zu viel. Wir nur die Besten dabei haben gerade. Ist keine einfache Mission. Ist sehr schwer, hier oben steht's. Captain, Major, 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 Colonel, Colonel. Also mittlerweile haben wir auch nur gute Leute. Wir entfernen mal leider Extract. Tut mir leid, muss raus. Haben wir noch einen Grenadier? Hier, Crash ist wieder einsatzbereit. Crash ist einsatzbereit. Hat er noch sein Exoskelett? Sieht nicht so aus, ne? Hat er nicht mehr an. Wir müssen kurz die Rüstung freigeben. Wir stellen aber gerade welche her. Exoskelett. Close Quarter gebe ich nicht. Wir nehmen die Raketenwaffer mit. Rest passt. Können wir die Waffe noch verbessern? Tatsache. Warte mal, überragendes Laservisier. Warte mal, lesen wir erstmal. Überragender Schaft. Fehlschüsse fügen dem Ziel immer noch 3 Schaden zu. Oder erhöht kritische Trefferchance. Der Bonus steigt mit abnehmender Distanz zum Ziel. Ja, ich würde sagen, das hier macht mehr Sinn. Das geht nicht, oder? Oh, geht beides. Schaft und Visier. Okay. Excalibur. Errungenschaft freigeschaltet. Excalibur. Hammer. Alter, geil, Leute. Das sind ja die Plasma-Dinger. Wir haben... Oh mein Gott, geil, Leute. Wir haben jetzt Plasma-Kanonen. Es wäre schön, wenn wir noch einen Grenadier hätten. Den wir mal gehen lassen. Eigentlich sind alle super. Vielleicht reicht auch einer aus.
Der einzige, der noch fehlt, ist halt Fallout da. Wir müssen halt dringend die Plasmalanze erfinden. Taube. Es tut mir leid, ich muss gucken, ob ich noch einen habe. Noch einen Gunner. Ich hätte doch gerne noch einen Gunner dabei. Ist zwar nur ein Corporal, aber wir können ihn leveln. So, und wir brauchen. Wir haben nur ein Exoskelett. Das passt also soweit, das passt. Excalibur. Texor. Was geben wir dir mal? Wie viel Oh Shit haben wir dabei? Wir haben kein einziges Oh Shit dabei. Das hier kann Leben retten. Auf jeden Fall, sobald ihr es könnt, mitnehmen. Also das... Diese Holo-Attrappe, diese Zielattrappe, ist wirklich das Beste, was ihr machen könnt. Wenn alles schief läuft, so ein Ding werfen. Und ich würde sagen, wir nehmen zwei Stück mit. Ich weiß nicht, der Plan. Wo müssen wir nochmal hin? Fuck. Wollte ich verklicken? Ratseinsatz hier. Ja, das passt noch. Also Mr. X-Gamer, grünes Licht für Teameinsatz. Was mir so aufgefallen ist, das ist, dass die Sachen, sobald du deine Waffe upgradest auf die nächste Version, die Upgrades immer noch dran sind. Geht das Spiel endlich weiter? Nein, es gibt auf jeden Fall ein Ende. So, los geht's. Die Aufklärung hat ein schwaches Notrufsignal aus diesem Gebiet empfangen, einen Code des Widerstands. Wir rücken aus und führen eine Notextraktion durch. Wir müssen das Gebiet sichern und die VIP zum Extraktionspunkt bringen. Achten Sie auf Feindkontakte. Auch hier so wieder ein Insektopod rumschwören. Aber je weiter wir im Spiel rankommen, umso länger dauert es auch, die Mission zu laden und wieder zurückzukehren. Menace 1-5, schicke Zielkoordinaten. Sichern Sie die VIP und begeben Sie sich zur Evakuierungszone. Oh mein Gott, Leute. Ich unterstütze Ihre Sache, wenn Sie mich hier rausholen. Ich weiß bereits, dass wir hier sind. Ihr Evakuierungspunkt ist also nicht verborgen. Das wird richtig schwer. Wir müssen zwar die VIP nicht abholen, die ist bereits bei uns. Dennoch, das wird sehr schwer hier. Das sehe ich so schon. Krustige Kruste, ich grüße dich. Alter Schwede. Das wird eine harte Mission. Gut, wir speichern wie immer. Am Anfang einmal. So, Cliffhanger, moin moin. Dann gucken wir mal, wie wir jetzt hier vorankommen. Das war eigentlich schon mal alles nicht schlecht. Wir haben ein paar leichte Fehler gemacht, wie zum Beispiel, dass ich einmal den Turm anvisiert habe. Und wir müssen natürlich, von der Zeit her ging das eigentlich, von der Zeit her war das in Ordnung. Wir haben ja alles eliminiert. Von der Zeit war das eigentlich in Ordnung. So, die Ranger sollten vorgehen. Ein Ranger war ja nicht entdeckt. Diesmal können wir den Fehler nicht normal machen. So, wo ist der Ranger, der getarnt ist? Mist. Komischerweise sind jetzt beide Ranger enttarnt.
Aber wir können ihn tarnen. Ohne weiteres. Wir gehen wieder in Tarnung. Aktiviere Tarnung. Und damit können wir die Stellung verraten. Ja, wir gehen hier hin. Alles klar. Genau, Leitwolf. Wir spielen auf Veteran. Und Honest Man. Oder Honor Man. Leute, wir speichern einmal zu Beginn des Spieles. Oder zu Beginn der Mission. Und ja, sollte wirklich alles aus dem Ruder laufen und wir das Spiel nicht mehr durchspielen können, aufgrund der Verluste, dann werden wir auch diesen Spieler neu laden. Jetzt die Frage, können wir hier hingehen? Nee, das Ding hat Sichtweite. So, erstmal. Unser Sniper kann auf jeden Fall ballern. So viel sicher. Frage ist, wie hart. Diese Frage hatten wir schon mal. Da waren wir bei 76% und wir hatten nicht getroffen. Vielleicht treffen wir diesmal. 76%, ein heftiger Schuss. Führen wir den zuerst aus. Ja, daneben. Ist nicht schlimm. Was haben wir denn da oben? Da sieht man einen Gegner. So, Textor sehe ich gerade, ist auch noch ein Stealth. Merkwürdigerweise. Da ist hier mit 2 im Stealth. Das könnte ganz nützlich werden. Verstecken wir mal beide hier. Got it, moving. Ja, wie auch vorhin, wir müssen Druck machen. Wir haben nicht allzu viel Zeit. Wir gehen schon mal in den Posi. Schon mal viel schlechter los als am Anfang. Jetzt haben wir hier schon den Sektor Brot. Fuck! Das in der allerersten Runde. Das ist die allererste Runde hier. Ja, die VIP. Verstecken wir hier. On Overwatch. Double time. Ja, das sieht nicht gut aus. Also der Start ist schlechter als der vorherige. Wer denn jetzt? Der ist riesengroß geworden. Gott sei Dank. So, zweimal. Ja. Oh oh. Was ist das? Den kenne ich noch nicht. Was macht der da? Das ist Overwatch von dem. Nice. Ich weiß nicht genau, was er da macht, aber das sieht sehr gefährlich aus. So, wir sind dran. Ich glaube, das ist Overwatch von ihm. Würde ich mal sagen. Ich sehe zwar kein... Doch, sehen wir ein Zeichen? Nee, sehen wir nicht. Wir haben ja noch ein paar Oh-Shits. Nur gehe ich davon aus, dass die schnellen Oh-Shits ziemlich schnell weg sein werden. Hier gehen wir die Sache an. Und wer hat die Oh-Shits? Okay, zunächst einmal. Haben wir eine 100%ige Chance, den zu erwischen. Allerdings hat er viel zu viel Rüstung. Wir sollten also erst die Rüstung dezimieren. So, der hat einen Oh-Shit. Merken wir uns mal, der ist auch im Stealth. So, wenn wir ihn erwischen, dezimieren wir die Rüstung.
3 Rüstungen geschreddert. Das ist schon mal eine Menge wert. Können sogar nochmal schießen. Nochmal 69%. Nehmen wir. Er kippt gleich um. Läuft also indirekt besser als vorher. Indirekt. So, den Rest kann, glaube ich, Fallout erledigen. Kriegen wir den Tod. 100%. 8 Schaden können wir damit nicht töten. Nehmen wir trotzdem. Der hat ein Oh Shit. Den behalten wir. Trash. Vertrau in dir. Nice. So, wie viele Leute haben wir jetzt hier noch? Wir haben Kroko, der nix sieht. Wir haben den Zivilisten, der sich duckt. Wir haben beide Ranger noch. Allerdings haben wir noch 2 Türme. Haben wir Angst vor den Türmen? Ja, hier. Erste Ehendeckung. Passt also. Er auch. Ich glaube, wir können sogar auf Oh Shit verzichten. So, können wir hier irgendwie ihn covern? Ich glaube, der eins. Nee. Das passt eigentlich alles. Okay, auf wen würden die ballern? Der hat Overwatch. Der Turm hat Overwatch. Der nicht, aber der hat Overwatch. Hier haben wir noch einen Overwatch. 2 Overwatch. Müssen wir überlegen, auf wen würden die ballern? Die beiden sind unentdeckt. Die werden noch nicht entdeckt. Ich vermute mal, entweder auf ihn hier oder auf ihn schießen sie. Ich vermute eher auf ihn. Weil der Winkel anders ist. Das heißt, wenn wir ihn schützen, sind wir nicht good to go. Hilfsprotokoll. Wir schützen Iva. Bin mir sicher, die würden ihn angreifen. Da wir jetzt aber die Verteidigung erhöhen, werden die wahrscheinlich sich ein anderes Ziel suchen. Wir versuchen jetzt ohne Oh Shit zu arbeiten. So, und wir gehen noch in den Overwatch. So, und die beiden. Die sind aber nur Reserve. Das sieht noch gut aus. Der Sektorpot ist tot. Das läuft ja wie geleckt. Ich wusste, sie schießen auf ihn. Wir haben noch 2 Joker, Leute. Wir haben noch 2 Joker. Ja. Wir sind dran. So, Fallout da. Wir können ihn noch einmal nachladen lassen, ohne dass der Zug zu Ende ist. Aber wir haben noch 2 Schuss. Wie viele Gegner haben wir? Wir haben noch die beiden Türme. Dann würde ich sagen, wir schießen zuerst mit panzerbrechender Munition da drauf. Ich glaube, ich habe auch noch keine Granate benutzt. 75%. Schrot mal die Rüstung. Bleibst da. Können sogar nochmal ballern. Das läuft gerade richtig wie am Schnürchen. Kleine Glückssträhne hier. Weißt du, und so macht das Spiel halt viel, viel mehr Spaß, als wenn man ständig neu lädt, ja? Als wenn man ständig neu lädt. So ist es auch viel intensiver. Ihr könnt mal da bleiben. So, Kroko. Soll Kroko aufschließen? Mit Kroko haben wir aktuell aber nirgendwo Deckung. Der Turm.
wird, glaube ich, nirgendwo hinschießen, weil er niemanden sieht. Der einzige Grund, warum wir den sehen, sind unsere verborgenen Einheiten. Wir könnten hier hingehen. Immer hier hin, das ist safer. Nicht zu dicht dran. Wir gehen in Overwatch. So, lieber Fallouter, du gehst noch ein bisschen näher ran. Und du kannst. Ja, wenn wir jetzt die Waffe nachladen, dann ist er weg. Scheiß drauf, wir laden die Waffe nach. Schön wäre, wenn jetzt die nächste Gruppe kommen würde. Schön wäre, wenn die nächste Gruppe kommen würde. Ich bin auf jeden Fall Fallout erstmal abstellen. Andersrum, ich würde ganz gerne mit denen die Rüstungen penetrieren. Kroko. Hier, heile mal. Heile mal den Arm, Iva. Give him a heal. Oh Mann, der komische Typ sollte mal mehr auf den Chat achten. An der Laterne hätte er vollen Schutz gehabt. An der Laterne höchstens. Aber ich wollte ja weiter vor. Und dann, hier haben wir keine volle. Hier auch nicht. Hier hätten wir volle gehabt. Aber warum? Wir waren aus dem Sichtfeld von allen Leuten. Und außerdem können auch mir mal Fehler passieren, falls ich einen gemacht haben sollte. Denn für mich ist das erste Playthrough, ja? Ja, wir könnten nun freischießen. Ich würde aber ganz gerne mit einem Gunner Feuer draufballern. Wo haben wir denn hier? Kommen wir nirgendwo zur Hardcover. Außer hier. Ich könnte hier hinrennen. Dann könnten wir Pech haben, dass wir die nächste Gruppe aufwecken. Nee. Kenji. Das sind für uns die absoluten Joker. Diese Holo-Dinger werden wir nur nutzen, wenn wir in absoluter Scheiße stecken. Und ich bin froh, dass wir noch keinen nutzen mussten. Wir könnten höchstens in Ruhe. Wir haben 9 Runden. Das ist eigentlich noch in Ordnung. Wir haben 9 Runden. Ja, die Chance ist aber sehr hoch, dass wir in das Gebäude reingucken. Wir haben schon mal. Wir spielen gerade das zweite Mal die Mission, weil wir einmal verkackt haben. In diesem Haus waren Gegner. Wenn ich an diese Laterne gehe, bin ich sehr, sehr wahrscheinlich, dass wir hier eine Gruppe starten. Ja, also alles hat seine Vor- und Nachteile. Nicht alles, was ich tue, ist schlecht, ja? Müsst ihr auch bedenken. Es ist eigentlich überlegt, was ich tue. Wenn ich hier hingehe, starte ich eine Gruppe, bin ich mir ganz sicher. Gut, wir gehen erstmal weiter auskundschaften. Wir haben hier Zeit. Wir gehen. Wir brauchen eigentlich keinen Hardcover mit denen. Die sind verborgen. Feindliche Gruppe entdeckt. Ja, aber ich weiß, wo die Leute sind. So, Fallout da. Bist du noch einsatzbereit, Kollege? So, 69%. Wenn er trifft, ist er tot. Okay, nee, nicht wirklich. Wenn wir Glück haben, ist er tot. Und der hat halt noch 4 Rüstungsteile. Die müssen wir erst vorbearbeiten. Ja, dann nehmen wir. Wir versuchen den Elite-Soldaten. Leider daneben, ist auch weit weg. Der Loot interessiert mich nicht, Leute. Der Loot interessiert mich kein bisschen. Wenn ich da hinrenne, bin ich tot. Ich hab's schon mal versucht, ohne irgendwelche Gruppen zu pullen. Das könnt ihr vergessen. Ohne irgendwelche Gruppen pullen, könnt ihr das vergessen. Die werden alle gestartet. Die spawnen sogar, wenn nötig, sogar in eurem Zielgebiet. Ihr könnt vergessen, ohne Gruppen pullen, das Spiel durchzuspielen. Das könnt ihr vergessen. Okay.
Vielleicht müssen wir jetzt zum ersten Mal Oh Shit einsetzen. Ich will meine Ranger nicht aus der Cover holen. Sie sollen auskundschaften. Ohne dass sie beschossen werden. Ja, hier stehen wir scheiße. Ja, jetzt wird's interessant hier. Wie gehen wir jetzt vor? Halbcover? Wenn wir uns jetzt ein Halbcover begeben, dann müssten wir auf jeden Fall was starten. Okay. Wir nutzen zum ersten Mal Oh Shit, anders geht's hier nicht. Und wir... So. Oh Shit, wird der Kollege starten. Heuler die Waldweh Shit. Starten wir hier. Man hat auch Deckung. So. Das ist nun Hauptpriorität Nummer 1 hier. Für die Gegner. Jetzt können wir uns kurz erlauben, im Halbcover zu gehen. So. Wir müssen diese nervige Cover loswerden. Wir können zwei Leute erwischen. Aber anscheinend nicht mehr. Prüfen wir mal vorher. Ja. So, lieber Kroko, jetzt ist deine Zeit gekommen. Nächste Runde. Nächste Runde ist dein Zug. I'm trusting you here. Ja, du bleibst hier. Wenn wir mit ihm weiter vorrennen, können wir alle erwischen. Wir sind aber schon einmal vorgerannt mit ihnen, geht also nicht. Immer zielen. 59%, 40% ist zu wenig. 59%, den nehmen wir. Bitte, bitte, bitte. Sauber. Er steht noch, das ist gut. Er steht noch. Na gut. Ich konnte zwei Gegner abwehren. Hauptsache bricht nicht in Panik aus. Feuerschutz. Scheiß auf die Leute da. Wir wollen die Mission schaffen. Abfangjäger sind auf dem Weg zu ihrer Position. Firebrand bleibt nur ein kleines Zeitfenster für die Extraktion. Problem ist hier, er hat noch ein Oh Shit dabei. Problem ist, hier stehen alle beieinander. Und hier würde sich auf jeden Fall eine Granate lohnen. Er ist aber Feuerschutz. Zum Glück ist das hier ein Ranger. Das heißt, er kann nicht getroffen werden von diesem Feuerschutz. So. Würde ich sagen, wir bewegen ihn hier hin. Es ist kein Sprinten. Ich vermute nicht, dass hier noch eine Einheit ist. Wenn doch, bin ich halt einfach nur gefickt. Wir gehen dahin. Das ist egal, ob du gesehen wurdest. Er hat noch No Shit parat. Falls wir den brauchen sollten, nehmen wir den. So, zunächst einmal nehmen wir eine Granate. Einer von beiden. Ich glaube, er hat Doppelschuss, oder? Nee, der hat die Explosivangriffe. Richten Schaden an und können kritten. Get ready for a surprise. Oh.
So, dezimieren wir so ein bisschen die Rüstung. Wenn jetzt so das Auto hochgeht, müsste der andere auch sterben. Den behalten wir. Exor könnte regeln. Ich glaube, die Granate hier. Wir kriegen nicht beide rein. Aber vielleicht, wenn wir näher ranrennen. Versuchen wir es. Das Geschützturm kann uns hier nicht treffen. Alle drei Sachen kriegen wir nicht rein. Doch hier. Das ist gut. Auto genutzt. Jetzt haben wir nur noch ihn. So, wenn wir jetzt noch die letzte Rüstung dezimieren, könnte Vorlauter den auf jeden Fall one-hitten. 72%. Testen wir's. Leider daneben. Feuerschutz entfernt. Wie viele Leute haben wir noch? Poco. Poco hat noch eine Chance. Nice, ein Crit. So, ich glaube, ein Oh-Shit brauchen wir hier nicht mehr. Den können wir uns sparen. So. Kriegen wir das Ding sofort gewone-hitted. 10% das Jahr. Circa. Testen wir's. Oh, Lauter, bitte. 10 Schaden ist okay. So, haben wir noch den Zivilisten. Ja, und Victor entscheidet jetzt, nutzen wir ein Oh-Shit oder nicht? Ich würde sagen, nein. Wir haben nämlich nur den Turm hier. Wahrscheinlich wird er eh auf Victor schießen, weil er in Halbcover ist. Habt ihr das gesehen? So, das läuft auf jeden Fall. Können wir noch bewegen? Moment. Wenn wir ihn hier bewegen, ist er ein Erfolg-Cover, ja? Gehen wir hier hin. Hoffe, dass wir keine Einheit aufdecken. Endlich! Ja, das ist klar, dass wir angeschossen werden. Ich hoffe nicht erschossen. Okay. Wir haben jetzt zwei Leute, die verletzt sind, ja? Ist das richtig? Zwei? Gut. Sieben Runden noch. Immer damit finishen. Crash. Muss nachladen. Ready to go. 72%. Wir zählen auf ihn. Noch könnten wir schaffen. Nice. Das schreddert. Ich gehe nicht davon aus, dass hier noch irgendeine Gruppe ist. Die letzte Gruppe wird im Zielgebäude sein. Und deswegen kann Texo mal zeigen, was er kann. Victor, ich grüße dich. Willkommen zurück. Sehr schön. So, wir haben noch 7 Runden und wir haben noch ein Oh-Shit dabei. Wenn das nicht klappt, dann fresse ich einen Besen. So, dann würde ich sagen, wir latschen mal eine Runde. Und drücken einfach mal Spaß Genesung. Hacken. Was können wir denn hiermit erreichen? Hallo? Hypnographie. Reduziert den feindlichen Willen.
Sagen wir hier. Alle in dieser Runde bereits genutzten Aktionspunkte des Trupps werden wieder aufgefüllt. Das ist sehr geil. Hatten wir auch schon mal einmal genutzt. Einmal haben wir es hinbekommen in einer Mission. Das wird auch ein Highlight werden, ja. Das war wirklich episch. Ja, wir werden hier nichts machen. Obwohl 100%. Warum nicht? Ich weiß zwar nicht, was es bringt. Weil wir haben keine psychonischen Fähigkeiten, Kollegen. Wir haben keine Soldaten mit psionischen Fähigkeiten bis jetzt. So, Victor. Du bereitest dich vor. Jetzt komme ich. Sag mal, 7 Runden, um bis zum Ausgang zu kommen. Wir haben noch einmal Oh Shit dabei. Wenn das nicht klappt, weiß ich ein Besen. Okay, volle Deckung. Wir müssen hier hoch. Und hier unten sind wahrscheinlich Gegner drin. Oder oben auf dem Dach. Wir sollten hier nichts überstürzen. Aber er steht gerade ziemlich ungünstig. So, unser kleiner Zivilist. Kommt hier hin. Ah, wir können ruhig vorrennen bis hierhin. Jetzt kommt auch Fallout da. Jetzt muss auch Fallout seine Hintern in Bewegung setzen. Am nächsten Schwung einmal die. Geh mal hier in Deckung. So. Meine Genesung müssen wir noch nicht nehmen. Heilung haben wir schon einmal genommen. Genesung. Na, wir rennen hier hin. Wenn wir dann niemanden entdecken, dann nehmen wir Genesung. Testen wir das mal. Das scheint ja wirklich ein Ultimate zu sein. Wir laden alles durch. Und bereiten uns auf letzte Gefecht vor hier. Volle Kraft voraus. Du, kleiner Mann. Du gehst hier hin und duckst dich. Erstmal müssen sich alle sammeln. Das ist das Wichtigste hier. Roger that. Denn wenn wir dann Oh Shit nutzen sollten, haben wir eine Runde Ruhe. So, wir wollen hier hoch. Ich bin eigentlich der Meinung, dass man hier hochklettern kann. Allerdings müssen wir erstmal näher ran. Hier ist überall nur Halbcover. Wir haben 5 Runden, Leute. Wir gehen hier alle ans Haus ran. Alle. Ohne das Fenster, in das Fenster reinzuschauen, wenn das möglich wäre. Wir rennen mal hier hin. Vor was entdecken. Sieht gut aus. Das Problem ist, wir laufen von verschiedenen Winkeln hin. Das kann also durchaus passieren, dass jetzt beim Rennen wir entdeckt werden. Schon
10-4. I'm on it. So, der Zivi. Das müsste eigentlich safe sein hier. Harte Chose hier. I don't think we're alone out here. Da gehen sie spazieren. Aber Gott sei Dank sehen wir sie in ihrer Runde. Oder sie entdecken uns in ihrer Runde, weil so können sie nicht schießen. Ja genau, kommt alle runter, meine Freunde. Der ist tot auf dem Boden angekommen, ja. Richtig gut. Da haben wir auch noch einen. Haben wir gerade gesehen. Hier hinten ist auch noch einer. So. Wie räumen wir euch am besten auf? Wenn wir hier hoch wollen. Super, können wir ihn flankieren. Aber ich habe hier einen Gegner gesehen. Sind alle jetzt schutzlos. Aber ich kann Oh-Shit werfen. Wir haben hier eine Flanke. Warte mal. Wenn wir ihn streicheln wollen, den da oben, geht das? Geht. Nehmen wir. Schlitzi, Schlitzi. Und er brennt. Hey. So, weiter geht's. Auf jeden Fall kann Ming Li oder Ming Ri da finishen mit einer Pistole. I guess that'll be okay. Den, der ist in der Vollcover, obwohl das gar nicht so aussieht, wenn es eine Vollcover ist, aber es ist eine Vollcover. Wenn ich hier jetzt hingehe, kann ich nicht schießen. Ja, wir haben noch keine Granaten eingesetzt. Ich würde sagen, es wird Zeit für eine Granate. Na, ich habe jetzt Blut geleckt. Lassen sogar offen stehen. Hätte auch nach hinten rennen können. Aber ich glaube, ich bin so sicher, dass wir die ausschalten können. 68% ist ziemlich wenig. Für eine Flanke. 68 ist wenig. So. Wenn wir jetzt noch richtig Spaß haben, dann könnten wir sogar noch ein Dings werfen. Wenn wir Bedenken haben, dass wir noch sterben sollten. Machen wir das. Ja, und hier aus Spaß können wir noch ein Holoband legen. So. Sollen sie da auch rumknüppeln? Das ist das höchste Ziel aktuell. Wir laufen hier hin. Uns, ich grüße dich. So, wenn noch wer da ist, dann sollte der normalerweise nach unten rennen. Feindliche Abfangjäger nähern sich mit hoher Geschwindigkeit. Ihr Evakuierungsfenster schließt sich. Die verschwinden hier. VIP secured in position for evac. Hier ist Firebrand. VIP ist in Sicherheit. Got
bin dabei. Sollten wir alle hinkriegen, ne? Ich glaube nicht, dass sie uns draufhalten können, hier hinzulatschen. I'm trusting you here. Come get some. So, lieber Fallout, jetzt kommt noch dein super Einsatz. Bam! Also auf jeden Fall sind noch Gegner da, aber die müssen wir nicht töten. Wir könnten es aber, glaube ich, noch töten, ne? Meine Position wurde kompromittiert. Versuchen sie uns irgendwie da zu halten. Das wird doch niemals klappen. Ich würde sagen, wir bewegen uns mal hier hin. Dann werden wir das Vieh nur abschießen. Der nächste. Here I come. Roger that. Genau, guck mal alle schön nach oben. Aber das ist wirklich eine schwere Mission. Aber es gibt noch schwere, da wo man erst eine VIP holen muss. Komm, den nehmen wir noch mit. Drei Schuss. Das? Er soll sterben. Maybe a flesh wound. Running dry on ammo. Ready to boogie. Schade. Den haben wir nicht mehr gekriegt. Wie fährt er denn noch? Naja. Schade. Hat den kriegen wir noch. Aber ich würde sagen, Mission haben wir super gelöst. Das war super. 5 Status bestätigt, Mission erfüllt. Ausgezeichnet. Aber denkt dran, einer musste das Schiff starten. Oder so. Ja, es war echt so bei XCOM 1, da musst du aufpassen, was du da machen willst. Guck mal. Aber es waren ziemlich gute Soldaten, muss man dazu sagen, ja. Wir haben ziemlich gute Soldaten mitgenommen. Wir haben, glaube ich, nur einen Captain oder so mitgenommen. Das ist, glaube ich, der niedrigste oder Corporal. Das, weil wir momentan einen Gunner leveln. Einen Gunner leveln wir noch. So, wie schaut's aus? Ernsthaft, warum heißt die Victor? Das verstört mich voll. Wir haben jemanden im Chat, der heißt Victor, und ja, wir haben die ganzen Leute hier, die ihr seht, das sind alles Chatter hier aus dem Channel. Außer Corporal Johansen, der war es noch nicht wert, einen Nickname zu bekommen, aber es kann sein, dass es jetzt der Fall ist. Sprengschuss. Nee, Unterdrückungsfeuer ist besser.
Ja, jetzt haben wir Baller. Das heißt, wir können jetzt den nächsten nehmen. Der nächste auf der Liste, den wir umbenennen, das ist Shutahan. Shutahan. Denn wir haben immer so eine schöne Liste. Die wir abarbeiten. Die hat sich schon angesammelt. So, wir haben jetzt hier Lieutenant, Major, Colonel, Sergeant, Major, Colonel. Also das sind schon sehr hohe Ränge hier. Also es lief sehr gut hier. Und den haben wir hier gerettet. Was bringt er uns? Wir wissen es nicht. Schmalzlocke bringt das uns ein. Hallo, Commander. Ja, hallo. Doch, Dame, ist ein Ingenieur. Hat es ja gelohnt. So, wie sieht's hier auf... Ich speichere einmal. Wie sieht's jetzt hier auf der Welt aus? Also anfangs hatte ich mal Acht, dass uns hier das Projekt, das Avatar-Projekt einholt. Aber mittlerweile bin ich ziemlich selbstsicher, dass wir es hinkriegen. Ja, wir bauen uns gerade hier Richtung Asien aus. 4 Tage Kontakt herstellen, danach können wir angreifen. Danach wird es wieder reduziert. Also wir sind ja momentan in einem ziemlich guten Run, ja. Man kann wirklich sagen, es ist ein sehr guter Run. Es ist mein erster Run von XCOM. Ja, und ich werde ihn auf jeden Fall noch beenden. Ja. Wir speichern das Spiel mal zweimal. Einmal hier im Geoscape. Also auf der Weltkugel und einmal am Anfang der Karte. Sollte, sag ich mal, die Mission so katastrophal enden, dass wir alle verlieren, alle Hochrangigen, dann werde ich die Karte neu starten. Wenn ich aber nur einen verlieren sollte oder so und oder wir schleppen ihn schwer verwundet noch ins Ziel, dann lasse ich das gelten. Ja, aber jetzt zum Schluss müssen wir darauf achten, dass halt wenig Leute sterben. Und wir werden, wenn dann auch immer nur am Anfang einer Mission laden, niemals zwischendrin. Ne? Das ist also Honor Man. Und finde ich am besten am coolsten.